Servus bei Let's Play Star Sand. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht, die Berge hier etwas genauer zu erkunden und haben kläglich versagt. Gut, nachdem wir eigentlich. Hallo? Nachdem wir wissen, wir brauchen hier auf jeden Fall viel bessere Vorbereitungen. Vom Speichern, Wasser, Nahrung, was weiß ich. Wieso kommt denn da jetzt zum Thema her? Hallo? Geht's noch? Ein Stein. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir brauchen da viel, viel bessere Vorbereitungen. Werden wir uns mal hier ein bisschen umsehen. Das sind Pilze, die ich nicht brauche. Mangos nehmen wir natürlich mit. Mangos nehmen wir immer mit. Jetzt schauen wir sie mal da unten um, ob da irgendwas ist. Wer weiß, was da noch ist. Ist ja noch irgendwas, oder? Da geht's ja irgendwo noch weiter. Oh, bitte, hoffentlich saufen wir jetzt nicht da. Nein. Zock. Sag bloß, wir sind jetzt dann in der Höhle. Ach, Rotpilze. Rote Pilze, haufenweise. Ich habe keine Ahnung, es kann jetzt dann leicht sein, dass man. Ich hab Angst. Oh. Ein Geschlechte. Gibt es einen Weg durch? Der war aber jetzt ein verdammt Ding. Ja, eigentlich wollte ich das nicht so machen. Jetzt kann ich alles wieder zurückdrehen. Oh ja, da. Das war so jetzt dann einmal nicht geplant. Dann geht's auch noch irgendwo hin. Na, wir müssen trotzdem. Ich möchte. Wo werde ich wohl das Ganze finden? Das ist jetzt die große Frage. Es gibt doch einiges, was wir finden sollten. Pläne und das Ganze. Ja, aber wo? Müssen die. Achso, ich hab Hunger. Ob ich mir erst wieder erschreckt. Das war der Stein. Das kann aber nicht alles gewesen sein in der Oase. Ja, wir werden weiter schauen. Wer weiß, was wir noch entdecken. Ich mal ein bisschen weiter rein. Das war es aber so ziemlich, hä? Wir sind da irgendwo rauf.
Okay, das war das, ja. Mal schauen, ob wir da aufbekommen. Nein! Doch, hier komme ich rauf. Oh. Hier kann ich mal kurz ausruhen. Das Einzige, was ist, die Pflanzen sind hier verwurzelt, aber mehr gibt es hier nicht. Dann schauen wir sich nach oben um. Also, ich hätte bei diesem Spiel wirklich kein Jump and Run erwartet. Sag ich ganz ehrlich. Das ist nicht gerade mein Fall. Wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, hier gibt es Yucca. Diese komischen Bäume. Hier gibt es noch Eisen. Das Eisen werden wir mitnehmen. Jetzt wieder nach unten ins Wasser. Aber viel mehr gibt es hier eigentlich nicht. Ein paar Yucca, die Mangos unten. Wieder so ein komisches Zeichen. Ein paar Steine. Einmal haben wir eine rote Hanfpflanze entdeckt. Ah, ist noch eine. Ah, die wächst gerade wieder. So, da ist noch eine Palme. Eine normale Palme. Aber das dürfte es so ziemlich gewesen sein. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Naja, viel ist nicht. Na dann, machen wir uns wieder auf den Rückweg. Wie gesagt, wir werden wiederkommen, aber besser vorbereitet. Oh, diese Viecher nerven aber auch Gräber. Boah, da haben wir aber ganz schön viel Schaden jetzt gekriegt. Diese Viecher! Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nein. Oh, aufpassen, dass ich nicht durchpacke irgendwo. Nee. Okay. Gut, 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 gut. Wir haben alles hier einmal erforscht. Da ist, glaube ich, noch Eisen. Nehmen wir auch noch mit. Also auf jeden Fall muss man sich da wirklich, wirklich vorbereiten. Wir brauchen zum Speichern. Eigentlich brauchen wir am meisten zum Speichern. Und einen Trog für Flitzi. Mit genug Nahrung. Also, genau, hier war das, wo wir rausgekommen. Wenn wir, hier könnten wir eine Abkürzung zur Ruine, also zur Oase machen. Jo, Metall nehmen wir immer mit. Metall und Lehm sind zwar Rohstoffe, die wir immer brauchen können. Nur so Angst, dass wir irgendetwas übersehen haben. Vor allem, wo ist das fünfte Artefakt? Das fünfte Artefakt, das ist sicher irgendwo da drinnen gewesen. Vertraut ihm mir gerade voll alles wetten.
Das fünfte Artefakt hat schon länger gegeben. Da haben wir das Gewehr her. Von dir. Oder sie haben es jetzt versetzt, das Artefakt. Irgendwo besonders hin. Die Klinge. Gibt noch die ganzen Baupläne. Irgendwo müssen wir sie noch einmal. Noch irgendwo genauer umschauen. So. Wir verlassen einmal diese Gefilden hier. Schauen wir mal, ob da nicht wieder ein paar Würmer angreifen. Letztes Mal haben sie uns ja da überrascht. Blitze, mein Freund, alles in Ordnung? Jo, füttern wir dich mal. Hier speichern wir wieder. Drücke einmal T, damit die Dromedare dir folgen. Wir haben jetzt dann nirgends welche. Ich würde jetzt noch gerne mal da in die Ruine nochmal reinschauen. Wenn es geht, müsste eigentlich gehen. Hier haben wir das dritte Artefakt gefunden. Ja genau, die Pflanzen sind wirklich nachgewachsen. Und dann könnte ich da noch ein paar grüne Blüten aufsammeln. Ist zwar etwas schwierig, die zum Sammeln. Muss ich ganz schön auf die Taste bashen, aber wir brauchen die grünen Blüten wirklich wie ein bisschen Brot. Deswegen schauen wir, wo wir kriegen können. Sammeln wir es einmal ein. Schwierig, die zum Verwischen, wenn man es auch kaum sieht. Aber wir haben ein paar haben wir wieder zum Nachfüllen gefunden. Schauen wir noch einmal, ist die Karte, vielleicht hat sich die verändert. Nicht wirklich, oder? Nein. Die Oasen sind gleich geblieben. Die Ruine. Da oben war auch eine, die haben wir auch entdeckt. Da sind wir jetzt dann gerade bei derer. Nö, also verändert hätte sich eigentlich nicht. Von dem her. Ja, und die drübere Ruine, die haben wir eh genau gekappt. Da haben wir, da habe ich auf der Suche nach Lehm und sonstigen Sachen. Bin ich da eh, da wäre noch Lehm, aber ich habe jetzt dann so viel Lehm. Dass ich eh noch nicht weiß, was ich damit anfange. Andererseits. Und dann nicht. Wo war denn der jetzt denn da? Wer weiß, für was wir es noch brauchen. So. Aber jetzt. Also die Karte würde ja nichts Neues zeigen. Wäre wirklich die Frage, wo finden wir noch was? Für die komischen Baupläne bräuchten wir auch noch etwas. Müssen wir vielleicht wieder in die Pyramide? Also wir brauchen auf jeden Fall diese brennbare Paste für die Alien-Eier.
Das haben wir ja schon mal rausgefunden. Aber wo wir halt die brennbare Paste bekommen. Ich glaube, ich kann auch bei den Waffen ein bisschen zurückstecken. Was Hyänen? Ah, anscheinend. Aber ich brauche nicht so viel Leder zurzeit. Also von den Waffen her brauche ich einiges weniger. Ich sehe da oben etwas. Ist nur ein Kaktus. Jetzt bin ich total paranoid gerade. Jetzt glaube ich, dass überall noch irgendwo was ist. Das ist ein Kaktus, aber könnte sein, dass da oben auch irgendwas ist. Also jetzt, ich finde es nur ein bisschen schade. Wir sind jetzt dann ein bisschen von den Survival-Momenten abgekommen, kommt mir vor. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Denn ich muss schon ehrlich sagen, es würde mich schon mehr freuen, wenn wir wirklich ein bisschen survivaliger unterwegs wären. Also dieses Jump and Run ist so eher nicht so, was mir im Survival interessiert. Ich meine, es macht total irgendwie Laune. Ich muss mich jetzt richtig darauf vorbereiten, dass wir speichern können, dass wir... Ja, wusste ich es doch, hier ist Lehm. Dass wir irgendwie da durchkommen, aber es fehlt das Grundsurviven irgendwie. Ey, Flitze, aufpassen. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Ja, das mehr auf mit dem Gewehr und alles, das geht doch trotzdem mehr auf... wie soll ich sagen, auf Hardcore-Action, also auf Shooter. Shooter mit Jump and Run, als wie auf Survival. Und mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Weil ich doch lieber Survival tue mit Baseball und alles. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall. Dann wäre es da mal, naja, ein bisschen Zeit werden wir schon in der Oase verbringen, sich das alles vorzubereiten, weil wir müssen schauen, wie viele Baumstämme wir brauchen. Wir brauchen doch einige Speicherpunkte. Nahrung schaut eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, Wasser ist auch ganz gut. Wie gesagt, es werden einige Waffen, werde ich zurücklassen können. Also ich glaube nicht mehr, dass ich einen Bogen brauche, um hier da... Also eigentlich auch die Speere und das Ganze. Ich glaube nicht, dass ich das noch brauchen wir. Die Axt kann ich sicher auch da lassen. Also ich werde da wirklich mit leichtem Gepäck losreisen. Könnte ich noch eine Kiste bauen, wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass ich die Marker nicht so brauchen werde. Dafür aber die Speicherpunkte. Und ja, keine Ahnung, wie man sich zurechtfinden. Ja, Marker sollte ich vielleicht doch alles mitnehmen, dass wir Marker bauen können. Dass ich immer die Richtung angibt, von wo bin ich drüber gekupft, dass ich dann weiß, wenn ich irgendwo anders bin, wo bin ich jetzt wirklich genau wohin gesprungen. Ja, da ist schon. Da ist unser Zuhause. Moschei. Schaut ein bisschen komisch aus. Na, jetzt ist sie da. Ah, endlich wieder zu Hause. Da öffnet das Tor für unseren Flitzi.
Bleib da. Komm. Da drinnen wartet gutes Happy Puppy auf dich. Hopp. Ich stehe auf Flitze drauf. So, na dann schauen wir gleich einmal nach. Hat da vielleicht ein Lehm gespawnt? Die Palmen scheinen auf jeden Fall nachgewachsen zu sein. Natürlich, die Frösche, die sind wieder da. Was mich auch überhaupt nicht verwundert. Du hast da mal eine große Menge. Nee, schaut nicht so aus, als ob hier was nachgespawnt wäre. Vom Lehm her. Die Ananas wieder. Was mich irrsinnig freut. Ich sollte mir vielleicht auch überlegen, ob ich nicht ja. Ist die Ananas? Hier. Ob ich nicht mehr von diesen Lehmschüsseln, oh, da haben wir doch einige gemacht, mitnehme. Weil ich hätte ja eigentlich die Möglichkeit, weil die geben ja wenigstens Energie zurück. Na, räumen wir mal ein bisschen weg. Oh ja, da haben wir aber schon wieder ordentlich. Zwei Marker habe ich noch. Ich glaube, ich müsste eigentlich mindestens eine Kiste noch herstellen. Wo ich sage, warte mal, die ist aber leer gewesen. Ha! Gut. Das ist ja natürlich eine andere Geschichte. Das lasse ich noch. Oben bräuchte ich trotzdem aber noch eine Waffenkiste. Da habe ich Platz, um eine Kiste zu machen. Herstellen. Eine Kiste. Dass wir uns oben eine Waffenkiste bauen. Waffen- und Werkzeugkiste wäre, glaube ich, nicht so unangebracht. Da ich ja wirklich kaum Waffen mehr brauche. So, die Kiste ist fertig. So, da gehen wir mal Bogen und Beile. Die Fackel kann ich da auch einer tun. Den Sandbohrer können wir einer tun. Und die Waffen. Außer unserer wirklichen Waffe, die wir wirklich, wirklich brauchen. Die Spitzhacke kann ich ja immer noch hineintun. Dann kann ich hier mal die hineinmachen. Die da mal da einer. Nur damit wir mal gleich sind. Da räumen wir alles weg, was ich jetzt dann nicht brauche. Gut. Nein. Ananas. Der Trinkschlauch. Langsam wieder ein Schuh draus. So, das ist. Da haben wir 5. Da haben wir. Gut. Also mindestens, wenn ich nur 5 Tonschüsseln herstelle, habe ich 15 Essen mit. Das könnte man sagen, das geht. Zack. Und zack. Damit könnten wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Machen. Nee, 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 nee. Nee, nee.
Die Ananas sollte man wenigstens einmal jetzt aber zum Essen nehmen. So, herstellen. Nein. Nein, 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 nein. Ressourcen, gell? Fruchtsalat. Das ist dann auch 5 herstellen. Dann können wir die einmal raus tun. Jo. Da essen wir mal. Dass wir die einmal vielleicht. Jawohl, Ananassamen. Sehr schön. Die werden wir gleich mal oben pflanzen, weil oben wollte ich unbedingt Ananas setzen. Warum? Weiß ich nicht. Ich will es einfach. Das könnt ihr aber direkt einmal nachschauen. Jetzt habe ich auch komplett versammelt. Oh, sie wachsen. Sie wachsen auch schon. Schön. Also da brauchen wir auf jeden Fall Föder. Mehr wie genug. So, da noch drei, noch zwei Schüsseln. Fruchtsalat. Da geht ja was weiter. Schon ziemlich gut. So, jetzt haben wir einen Fruchtsalat hergestellt. Jetzt werden wir sich dann vorbereiten. Heute gehen wir mal schlafen. Boah, endlich wieder im Bettchen schlafen. Nachdem wir ungefähr 20.000 Mal gestorben sind, gehen wir jetzt einmal ganz genüsslich im Bett schlafen. Ja, ah, das wird schön. Oder das ist schön. Und jetzt gehen wir speichern. Na gut, liebe Freunde, wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir haben wieder ein kleines Rätsel um die Oase entdeckt. Dieser Durchgang ist schon irgendwie komisch, vor allem ich weiß nicht, was er bringen soll. Aber ja, warum nicht? Ich glaube schon, dass er ein bisschen schneller ist. Wir werden uns jetzt in den kommenden Tagen, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, werden wir uns vorbereiten, dass wir Speichermöglichkeiten, Acker sich bauen können, wo wir unterwegs sind, damit uns das nicht so passiert, dass wir da ewig lang durch die Gegend laufen und bei einer Kleinigkeit, wenn wir sterben, wieder irgendwo anfangen müssen. Auf jeden Fall will ich das dort erkunden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das gemeinsam mit mir erkunden werdet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei den Vorbereitungen, denn ihr wisst, nur wer gut vorbereitet ist, kann überleben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen, tschüss mit Ö, ciao mit Au, Servus mit Vogelfau. Du hast das Lied der Wüste gehört, wenn der Wind sanft über die Berge weht. Du hast das Licht der Morgendämmerung gesehen, wenn der Duft des Laubes die Luft füllt. Du hast die silbernen Dünen bei Nacht gesehen, wenn beide Monde hoch am Himmel stehen. Unter den Monden haben wir ein Sprichwort. Der Ort, an dem du sterben willst, ist der Ort, den du dein Zuhause nennen kannst. Also sag es mir. Wo möchtest du sterben?